Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen hier gemeinsam Die Young, begleiten Daphne auf ihrer Flucht von der mysteriösen Insel. In der letzten Folge haben wir uns bis an das Männerhaus rangekämpft, oder die Manor Farm. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und dann Mein Buch auf in den sortieren hier. Keller. Weil. Feuer, das ist doch schon schön. Machen wir jetzt mal Quick Save. So. Hier müsste man doch jetzt. I can't cook it. Ich kann die. Okay, ja, Moment. So. Cooked Meat. Sehr schön. Da liegt der nächste. Yuck, his head's been smashed in. Ah, das ist also Jack. Jack hat. Moment. Jack im Sinne von ekelhaft. Okay. Ja. Ich glaube, das Wort Jack habe ich das letzte Mal im Englischunterricht gehört vor 15 Jahren. Ah, nicht ganz. 10. Hier waren wir gerade. Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es jemand, den sie kennt. Aber ist es wohl nicht. Parkour! Hopp! Also ich glaube, es wird sehr viel... wir klettern irgendwo hoch sein. Ah, der ist hier runtergefallen, ne? Hochklettern? Nee, kann ich nicht. Aber man braucht auch nicht genau treffen, also das Spiel, das rechnet einem das schon schön groß. Sehen alle leer aus. Ja, noch viele, viele tote Ratten. Ich brauche einen Rucksack oder so eine Scheiße. Oh, hier, da. Ich bin besoffen. Schön. Anscheinend kann ich das nicht. Dann brauche ich auch keine. Das ist auch Wein, ja. Wenn ich das, die Flasche nicht auffüllen kann, brauche ich keine Flasche. Dann ist das Blödsinn. Oh, das ist hoch. Ratten? Stelle. So.
bloß hier hingehen. Hier geht's. Ist da oben irgendwo rankommen, oder? Stimmt nicht. Kennen sie, aber wie soll ich da hochkommen? Warum komme ich nicht hin? Das ist ja quasi hier, aber das klappt nicht. Nee. Die Ratten, die nerven. Da muss ich aber hier hochkommen. So. Ja, hier hoch. Okay. Map. Wasserstellen, Wasserstellen. Ah, okay. Warum ist es hier noch grün? To-Do-List? Manor Farm Murders. Ich bin in Manor Farm, glaube ich, ne? Ja. Gucken wir mal, warum die hier die Leute umbringen. Oha, da haben wir Glück gehabt. Das wäre tödlich geendet, glaube ich. Aber da muss man ja rüberkommen. Ja, ist ja der einzige Weg, ne? Schicke Armbänder haben wir. Oh, das tat weh, so wie sie ihre Finger gerade verbogen hat. So, hier muss ich jetzt irgendwie rüberspringen. Das muss eigentlich gehen. Das geht nicht! Wieso kommt man denn da nicht rüber? Oder kann ich hier in dem Zeug hochklettern? Nee, kann ich nicht. Aber wo soll ich sonst lang gehen? Gott verdammt, scheiß Ratten, ey. So. Noch einer? Ich wüsste nicht, wo ich sonst lang gehen soll. Ich muss ja quasi hier. Dann hier hoch. Ah, den Weg gibt's hier nicht, oder? So, da sieht sie Stufen, genau. Da komme ich. Oh, was war das? Achso, da komme ich nicht hoch. Ich muss quasi. Ah, das war der Sinn der Sache. Ich muss da drauf springen, dann bricht's weg, weil ich zu fett bin. Das alles mit dem Maulschlüssel in der Hand, ne? Ja. Ah, okay. Ja. So. Muss ich. Darüber. Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, genau. Hier, da wo wir eben nicht hingekommen sind. Jetzt können wir die hier runterschmeißen, jetzt können wir das nächste Mal direkt hier hochklettern. Gut. Hier ist nichts. Nee. Nee. Leere Flaschen bringen mir nicht viel. Da ist noch was drin. Oder? Da ist noch was drin.
Weg damit. Den nehmen wir mit. Ich wollte es aber nicht trinken, weil wir wollen nicht saufen. Nicht da drauf. Hier liegt wieder ein Brief. Lemon Verbena, 23. Juni. Achso, wie alt waren die anderen denn? Botanist. Achso, August. Okay, die waren aus dem September. Macht's wirklich Sinn, meinen Rücken, mir das Kreuz zu zerbrechen, um diese blöden Zitronen irgendwas Büsche zu schneiden? Ich würde gerne meine Farm frei von Grünzeug halten, aber ihr Geruch scheint diese verdammten Hunde abzuhalten. Also hier, so. Also wie die alte Sage oder wie das alte Sprichwort sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Okay. Okay, hier ist das Dach runtergekommen. Okay, wie komme ich jetzt da hin? Dahin, wa? Ja, sieht gut aus. So steil war die Treppe jetzt nicht, ne? Also ihre Hände werden und ihre Füße, weiß ich gar nicht mehr. Ihre Fußnägel sind auch zu weiß, aber. Au, das war knapp. Glück gehabt. Was tut sie da? Irgendwie ist sie nicht so wirklich. Hat sie nicht so wirklich gelernt, wie man eine Leiter klettert, kann das sein? Naja. So. Hier hoch. Und dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie durchfallen oder so. Press C to crouch, ja. Da ist wieder so ein Wauwau. Pitbull, wa? Tut mir echt leid für den Wauwau. Aber was soll ich machen? Ich tue den ungern, ich tue meinem kleinen Wauwicht doch nicht gerne weh. Aber was soll ich machen? Ist das hier schon der Ausgang? Hier ist auch wieder das Dach runtergekommen. Also dafür, dass das Dach hier runter. Achso, das ist. Ah, okay. Hat einer aufgeschichtet, damit man hier nicht lang kann. So, dann habe ich da nämlich gleich wieder eine Klettermöglichkeit. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Wir gehen aber erstmal da hinten hin, bevor wir da jetzt runterspringen. Weil. Was ist das? Einfach nur für die Parkour-Elemente, einfach mal eine Latte hingenagelt. Ja, ist ja okay. Oh, gucke mal. Ein Buch. Pharmacy. Sehr schön. Task Edit, das ist doch mal was. Was haben wir hier? Old books written in foreign languages. I don't understand Jack. New document. Ancient Idols. Während ich den Boden umgegraben habe, um neue Büsche zu pflanzen, habe ich wieder eine von diesen eulenförmigen Statuen gefunden. Wie immer habe ich sie in die alte Hermit, keine Ahnung was das heißt, that lives. I took it to the old Hermit that lives in the wood in the Holmholm Thicket. Ach so, ein alter Eremit, okay. Wie immer so glücklich wie ein Kind. Er hat darauf bestanden, mir was zu geben, aber ich habe ihm gesagt, also dass er mir was wiedergibt dafür. Aber ich habe gesagt, dass es mir Belohnung genug ist, wenn er mir seine Weisheit oder sein Wissen weitergibt. Er hat mir erzählt, dass früher die Inselbewohner ihre Toten in Höhlen oder Gruben vergraben haben, neben bei einer Schüssel Geld, also Münzen, und diesen komischen Statuen. Mit den Münzen wurde Charon für die Passage zu Hades, also der Fährmann quasi wahrscheinlich, bezahlt. Die Statue stellt das Tier dar, was die letzte Reise der Seele in die Dunkelheit begleitet. Faszinierend, wie eine heidnische Tradition für fast 2000 Jahre überleben konnte. Schön. Finde ich interessant, so ein bisschen. Okay, also hier geht's. Okay, dann gehen wir mal da hoch, wa?
Schön hier. Kann ich hier quick saven? Nein, leider nicht. Dann gehen wir trotzdem hoch. Also, das mit dem Leiter steigen, das ist irgendwie. Hat sie noch nicht so gelernt. Was haben wir hier? Sonja Smile, 30. August. Heute war ich bei der Olivenbucht. Bei der Olivenbucht? Um den neuen zu beizubringen, wie man die Bäume zurückschneidet. Solange sie mich auf dieser Farm leben, bin ich glücklich, mein Wissen mit ihnen zu teilen. Jedenfalls war ich da und bin auf Sonja gestoßen. Sie scheint irgendwie anders zu sein. Ihr Lächeln war irgendwie verwirrt. Obscured, verwirrt. Es hat einen Teil Zeit gebraucht, aber dann hat sie schüchtern zugegeben, dass sie einem Fremden in den letzten Monaten heimlich hilft und dass sie sich in ihn verliebt hat. Aber das geht gegen die Regeln der Gemeinschaft und ihrem Ex eventuell Freund. Und der wird langsam eifersüchtig oder nicht eifersüchtig, sondern der spürt, der schöpft Verdacht. Sie wurde rot, als ich gesagt habe, dass sie sich auf mich immer verlassen kann. Ja, jetzt wissen wir auch, warum sie sie jetzt wissen wir auch, warum sie sie abgemurkst haben. Ach guck mal, hier haben wir eben die Kiste runtergeschmissen, oder? Nee, haben wir nicht. Blut, alles voll mit Blut. Oder ist das Wein? Nein, das ist, da ist schon wieder ein Warbo. Das ist Wein. Nein, das ist Blut. Was haben wir da? Ein Rucksack! Endlich! Das Viech. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Craft. Healing Compress, okay. Backpack Upgrade. 3 von 3 Hide. Kann ich noch nicht craften, weil mir fehlt Perception. Oder? Mir fehlt... 4-mal Hide brauche ich. Ich kann aber gar nicht genug Hide trappen. Wiss? Okay. To-Do-List. Follow the marks. Pharmacy Tools. Docs. Ah, okay. Hier kann ich dann Sachen mit herstellen. Ah, wie komme ich denn da ran, dass ich... Wie komme ich denn jetzt an 4? Da muss ich bestimmt da irgendwas verbessern an mir. Was ist die Frage? Leere Flasche brauche ich echt nicht. Nein, weg mit der leeren Flasche brauche ich nicht. Ich schlepp's genug Scheiß mit dir immer rum. So, machen wir nochmal Quicksave, habe ich glaube ich gerade schon. Aber wir haben schon mal einen Rucksack. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen mehr tragen. Das können wir dann wahrscheinlich upgraden noch. Hier steht wieder ein Wasser. Ey, hier haben sie sie abgeschlachtet, was? Die haben sie garantiert umgebracht, weil sie der geholfen hat. 100 pro. Hier ist doch wieder alles voll mit Blut. Guckt euch das an. Blutspuren, Blutspuren, Blutspuren. Hier rüber, hier hoch. Stock kann man vielleicht nochmal brauchen zum Craften. Was gibt's hier? Hier kannst du unter durch? Nee, kannst du nicht, was? Nee, geht nicht. Okay, da kann man nicht durch. Dann sind sie hier hoch mit ihr. Und hier ist sie. I need a key, okay. Da oben kann ich rüberklettern. Ah, da muss ich wieder da oben irgendwie hin. Dass ich diese Kiste darunter geschmissen kriege. Ja, hier kann ich hochklettern, das ist klar. Da kann ich vielleicht auch hoch. Geht, ja. Genau. So. Nächstes Zimmer. Cloth kriege ich nicht mit. Das kriege ich auch nicht mit. Steht hier eine Kerze. Hier geht's wieder irgendwo runter. Ah, hier geht das da drauf. Ah, alles klar. Da runter. Da bin ich da, wo ich gerade unten drunter war. Dann kann ich hier hochklettern. Und dann komme ich jetzt wahrscheinlich irgendwie da drüben hin. Ja, da drüber. Geht's hier draußen weiter. Da läuft der Macker wieder rum. Eieiei, Scheißendreck. Das tat weh. Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, wie bin ich denn da hingekommen? Ist wieder so eine komische Eule. Hier kommst du nicht durch.
Schlüssel. Muss ich jetzt irgendwie schief gesprungen. Das ist natürlich bitter, ne? Muss irgendwie da hinten wieder in den Innenhof kommen. Hier ist ein Fenster auf, da komme ich auch nicht rein. Hier ist das Loch, wo der andere Macker durchgefallen ist. Ah, guck an, da bin ich hier, genau. So, dann kann ich hier wieder durch das... Doggy broken. Okay, der Hund ist kaputt. So, kann ich hier wieder durchgehen. So. Hier wieder hoch. Nichts. Die ist blocked from the other side. Da müssen wir mal gucken. Ah, bin ich ja schon wieder hier. Siehst du, das ging ja einigermaßen fix. Ja, also wieder hier hoch. So. Die Richtung komme ich nicht, aber ich kann dahin. So, hier hoch. Ah, da komme ich nicht hoch. Also hier rum. Dann hier wieder runter. Da wieder hoch. Hier waren wir ja überall schon. Upsi. Zu eilig gehabt. Mein Hund wundert sich schon wieder, dass ich Selbstgespräche führe. So. Was machst du denn? Oh, der Hund geht's nicht gut. Da muss ich noch kurz Pause machen. So. Mal gucken, dass wir jetzt nicht daneben springen, wa? So, dran. Wo muss ich hin? Da. Behaupte mal, die Sprünge sind jetzt nicht unbedingt so realistisch. Na, steht er da unten wieder? Jo, da latscht er. La la la. Ach, guck mal, da rennt einer auf dem Dach rum. Ja, mir doch egal. Alles gut, er muss mich ja nicht. Guck mal, hier kann ich auch noch drauf längs balancieren. Ja, da wollte ich ja auch nicht hin. Ich wollte ja da drüben hin, ne? Hm? Stück Holz brauche ich nicht. Jetzt könnte ich da runterklettern. Oder hier rüber. Aber wenn ich da rüber. Hopp, hopp, das müsste gehen. Ich hoffe, es geht. Und dann da oben drauf. Muss doch nicht gehen, ne? So. Und dann. Ah! Da hätte ich reingekonnt, verdammt. Ich Glück gehabt. Naja, nochmal das Ganze. Ach, warte mal, da kann ich von da aus hin. Na klar. Oder? Kann ich nicht von hier aus da oben hoch? Mal gucken. Geht mir nicht auf den Sack, ihr scheiß Viecher. Wo ist die andere? Da. So. Jetzt hier hin. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Oh, dann kann ich jetzt ja hier. Also eins muss man dem Mädel ja lassen, ne? Also sportlich ist die Dame. Bei den Sprüngen. Vor allem, wie sie sich festhält. Oh, mir gefällt das Spiel. Das gefällt mir das Spiel. Das macht Spaß.
Da wollen wir hinspringen. So schön, dass ihre Finger immer dreckiger werden. Ah, wir hatten schon lange keinen Bot mehr. Schön. Ja, ich freue mich immer, wenn die Bots kommen und mir Follower verkaufen wollen. Schön. Fühle ich mich so wertgeschätzt. Nein, mache ich nicht. Will ich nicht. So. Toll, jetzt habe ich die Tür aufgemacht und jetzt? Jetzt kann ich hier durch. Was bringt es mir, dass ich hier durch kann? Da ist ein Hund. Bringt mir das jetzt irgendwas, dass ich hier durch kann? Ich glaube nicht, oder? Aber das war ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Das hätten wir uns auch sparen können, das da durchzukloppen. Da unten läuft auch noch ein Bauwau rum. Da. Huch, was war das? Ich muss irgendwie. Ne, da komme ich nicht hoch. Ich hätte das da so weiß aus da oben. Ich hätte sagen können, dass man da hochkommt. Was ist hier passiert? Hm. So. Ich muss die Kiste da hinten runterkriegen, dass ich da hochkomme. Die da. Oh, warte. Warum hält die sich denn da nicht fest? Ah, okay, das ist nur der Weg nach oben, den sollen wir nicht nach unten. Ja, ist okay. Ist okay. Ach, man braucht gar nicht Schwung holen, guck an. Reicht, wenn man hier, so. Ah, da rum, dann da hoch und dann darüber, alles klar. Hab ich gar nicht gesehen vorhin, dass man da klettern kann. Ich sollte vielleicht mal eben hier, sehr schön. Okay. Wenn ich jetzt darüber gehe. So, dann kann ich das Ding hier runterkicken. Das gibt mir jetzt nämlich die Möglichkeit da. Nicht? Ich hätte gedacht, von der Kiste aus kann ich hier wohl jetzt da oben ranspringen. Was soll ich da mit der Kiste? Ah, da kann ich aber ranspringen, sehr schön. So. Jetzt bin ich hier. Kann ich hier unter durch? Ja, kann ich. Stay hidden. Warum stay hidden? Ist da einer? Da läuft ein Hund rum, ja. Ah. Ups. Naja.
nicht ändern. Can't pick up more height. Ah, vielleicht kann ich jetzt. Wie kann ich denn mehr Height ab mitnehmen dann? Da muss ich auch irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu verbessern. Dass ich mehr Leder mitnehmen kann oder mehr Haut. Was ich dann meinen. Nicht, das sieht aus, wenn man da hoch. Ach, hier kann man durch. Oder gehen wir hier so durch? Das geht auch. Balancieren, ja, schön. Ja, alles voll mit Ratten hier. Da würde ich aber gar nicht lang gehen. So, kann ich die aufmachen? Nein. Okay, ich muss also da oben rüber, damit ich da oben hinkomme, okay. So, höher komme ich nicht, ne? Nee. Hätte ja sein können. So. Kann ich die hier runterschubsen? Ne, kann ich nicht. Aber die wäre dann nicht, wenn man sie nicht... Ah, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier rüber. Ja. Ja gut, das steht auch in der Beschreibung drin. Parkour. Das ist halt ein Parkour-Spiel. Das Ding ist ja cool hier. Ist das Holz? Da labert einer. Hier ist wieder irgend so einer von denen, der ein Radar hat. Schlüssel, hier sind wieder die Dinger. Da ist ein... Ach, hier. Wasserquelle. So, fully hydrated. Always stay hydrated und immer mit den dreckigen Füßen da rein. So, jetzt kann ich das Ding ja aufschließen. Schlüssel habe ich ja, ne? So, jetzt kann ich mich hier nämlich mehr oder weniger frei bewegen. Da gehen wir nochmal eben rein hier. Das sieht ja aus wie so ein... Ah, cool! Shelter. Ja, cool. Okay. Was bringt Rest? Okay, make sure to be in a shelter before 9 PM. Ja gut, wir haben 9... Es scheint aber auch echt Zeit zu sein, ne? Wir sind knapp eine Stunde am Spielen. Jetzt ist es 9.56 Uhr und wir sind jetzt knapp eine Stunde hier zu Gange. Also das scheint wirklich echt richtig Echtzeit zu sein. Finde ich cool. Finde ich absolut nett. Mag ich. Kann ich im Shelter vielleicht auch... da war ich auch noch nicht drin. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Scheiß Viecher. So, To-Do-List. Maps. Docks. Maps? Da. Follow the red markers. Achso, das mit dem Manor Farm habe ich jetzt erledigt, oder wie?
Nee, da. Männer Farm Murders. Find the botanist, find the girl, uncover the events. Da gibt's aber jetzt kein. Also die Botanisten und das Mädel. Das Mädel, oder der Botanist oder beide, naja, die Spuren sagen einiges, ne? Ich vermute mal Toast. Nur wo sind sie? Das ist die Frage, ne? Wo sind die beiden? So. Die Blutspuren, die gehen irgendwie. Aber wo ist der Rest von den beiden? Hier noch irgendwo weitergehen. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Ach genau, wir wollten auch auf die andere Seite vom Berg klettern. Da war ja was. Da waren wir dann ja abgebogen. Wir wollten ja da hoch und dann über den Pfeiler da und dann. Weil die sind garantiert in dem Bereich da und da liegen bestimmt die Leichen. Günther ist schon wieder weg, der da hinten die ganze Spatolie läuft. Was liegt hier denn? Cooked Meat. Das erwischt, was du treffen willst. Ups. Jetzt sollte ich dann doch mal. Nein, ich hab's diskardet. Das wollte ich ja gar nicht. Verdammt. Liegt's da? Ach, da liegt's noch. Ein Glück. So. Warte mal, hier sind die Blutspuren, die gehen hier hin. Ne, die haben sie aus dem Bett gezogen. Oder haben sie hier im Bett umgebracht. Haben sie aus dem Bett gezogen. Und dann hier, da haben sie den einen gekillt. Hier haben sie bestimmt den anderen geköpft. Und dabei Bier getrunken. Vermute ich mal. So sieht das aus. So, wie kam ich jetzt da oben wieder hoch? Hier außen, ne, genau. Muss ich nur noch irgendwie mal rausfinden, wie ich wie heißt das Zeug mache? Ich meinen Rucksack größer kriege, das wäre nicht schlecht. So. Oh. Ha. Geht. So. Jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich darüber, oder? Würde ich fast sagen, ja. Ha. Schon aufpassen, dass du nicht so weit springst hier. Darüber und dann kann ich da hinten nämlich reinklettern. Aber da hinten war ich doch schon. Ja.
Aber da oben drauf war ich noch nicht. Ach, da, okay. Hui. Nettes kleines Häuschen. Es scheinen ja nicht ganz so nette Dinge passiert zu sein in diesem Häuschen. Anscheinend suchen wir ein paar Leichen. Blut gibt's ja genug. Irgendwo muss ja auch der Rest von den Menschen sein, wenn ihr Blut hier schon überall ist. Ratten gibt's auch genug und kaputt ist auch alles. Gut, kaputt ist auf der Insel, glaube ich, alles. Naja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich freuen. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal in den Turm.